Sprache mit Lilly Lips. Lilly Lips am Apparat, ja hallo. Es geht um Onlinehandel. Onlinehandel? Aber ich glaube, Sie sind jetzt Lilly. Ich bin Lilly Lips. Sie sind Lilly Lips? Ja. Oder Lilly's Behind? Nee, Lilly Lips. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Telefongespräche mitgebracht, die komischer nicht sein könnten. Drei Telefongespräche von angeblichen Trading-Handelsplattformen, die von euch Geld möchten. Ja, und wie ihr wisst, hier sollte man definitiv sein Geld wieder nicht investieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Telefonaten. Also, Sie sind die gleiche Person, ja? Da sind wir angemeldet, oder was? Wie meinen Sie das? Lilly Lips ist mein Name. Okay, Sie wollen Ihre Handelskonto aktivieren. Ja, ich war da auf so einer Werbung. Was? Ich war da auf so einer Werbung. Okay, Moment. Okay, jetzt ich weiterleite meine Freundschaftssprache mit Ihnen. Wie meinen Sie das? Ja? Moment. Er will mit dir sprechen. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ich höre Sie so schlecht. Ist das besser? Sie sind sehr leise. Ich bin leise. Ist das okay? Nee. Hören Sie mich? Sehr schwer. Sehr schwer? Ja. Ist das okay? Jetzt, ich spreche ein bisschen langsam. Es ist aber sehr leise, ich höre sie kaum. Okay. Hallo? Ja? Wie heißen Sie? Lips ist mein Name. Wie bitte? Lilly Lips. Okay, aber hier steht Wilhelm. Warum steht hier Wilhelm? Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Okay. Sie haben sich angemeldet, ja? Bei so einer Werbung, ja? Ja, eine Werbung, ja. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihre Konto aktivieren. Das hat die Frau auch schon gesagt. Wer von Ihnen beiden möchte denn jetzt helfen? Sie möchten Ihre Konto aktivieren? Ja. Wie viel möchten Sie einzahlen? Da steht ja was für 250 Euro. Ja. Sie benutzen Visa oder Mastercard? Das habe ich beides nicht. Beides nicht. Nee, das kostet nur zu viel Geld. Ach so. Okay, leider, Sie können nicht Ihre Handel beginnen, ja? Warum nicht? Sie können nicht. Aber warum? Darum. Ja, aber ich dachte, dann kann man Geld verdienen. Ja, aber geht nicht, leider. Na und warum? Darum. Aber darum ist doch keine Begründung, das sage ich zum Erwin doch. Auch immer. Doch, das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Sie nee. Können nicht das machen. Ja, aber warum? Leider. Was ist denn der Grund? Das ist unmöglich. Sie haben keine Kreditkarten, Visa Master. Na, aber ich dachte, man kann ja auch so überweisen. Nee, leider, wir können nicht das machen. Sie können nur mit Kreditkarten das machen. Das ist aber schade. Ja, sehr schade. Jetzt habe ich mich extra bei euch angemeldet. Ja, sie haben sich angemeldet, aber das ist nicht möglich, um das zu schaffen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich verstehe auch nicht, das ist unser System, es arbeitet so. Das ist ja schade. Kann ich da mal mit dem Chef sprechen? Bitte? Kann ich da mal mit dem Chef sprechen? Ich bin Chef hier. Ach, Sie sind der Chef? Ja. Oh. Aha. Und warum verstehen Sie denn die eigenen Systeme nicht? Weil wir haben keine Zahlungsmethode mit Überweisung. Und warum nicht? Darum. Ja, aber darum ist doch keine Begründung, das sage ich zum Erwin auch immer. Doch, das ist ein Grund. Nein. Ich möchte das nicht. Nein, das ist unmöglich. Warum? Darum. Nein. Nein, das ist so. Schade, das ist schade, ich weiß. Aber ich wollte doch 250 Euro einzahlen. Ja, das ist nicht möglich, aber das ist schade, ja. Und nun? Bitte? Und nun? Nun? Ja. Nun ja, das ist nicht möglich. Aber warum?
Ich rufe Sie in nächste Woche an, ja? Ja? Oder nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist besser. Nein. Nächste Woche ist gut. Nein. Nächstes Jahr ist besser. Warum? Ja. Aber da sitzt ihr doch nicht schon im Gefängnis. Nein. Doch. Ich halte Ihre Nummer bei mir jetzt. Ja? Ich rufe Sie in nächste Jahre an und Sie können Ihre Konto da aktivieren. Erfolgreich ein Handelskonto aktivieren, ja. Aha, okay. Aha, ja. Okay. Ja. Okay, dann tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Bei Chatchen. Tschüssi. Tschüss, Schnuckelchen. Ja, hier haben wir wieder ein Gespräch geführt, was jeglicher Logik und Verstand entbehrt. Warum ist der hier eigentlich noch am Telefon geblieben? Warum ist die Erste, warum gibt die mir einen Kollegen weiter? Was sollte das alles? Tja, auf jeden Fall haben wir hier die Bestätigung, dass das kein seriöses Callcenter sein kann. Auch wenn sie nett und höflich mehr oder weniger geblieben sind. Und auch wenn sie sich hier noch halbwegs benommen haben. Und auch wenn das alles ein bisschen komisch gelaufen ist. Seriös ist das hier definitiv in keinem Fall gewesen. Denn welche seriöse Firma ruft euch an, will euch helfen, gibt euch weiter an jemanden anderen, der den gleichen Text eigentlich wiederholt und am Ende, nur weil man keine Kreditkarte hat, kann man dann auf einmal nicht mehr einzahlen. Natürlich gibt es Firmen, bei denen man nur mit Kreditkarte zahlen kann. Warum auch immer, man gibt manchmal Gründe, warum das so ist, aber das hier ist definitiv irgendein Callcenter aus dem Ausland, die eure Kohle haben wollten. Mehr steckt hier nicht dahinter. Auch wenn die hier mal ein kleines bisschen höflicher am Telefon waren als die meisten von den Betrügern hier. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Guten Tag. Hallo, schönen Tag. Spreche ich gerade mit Karl Toffel? Ja. Wie ist gut, Herr Toffel? Hier ist Kevin Spiel, Vertreter des analytischen Consulting-Unternehmen von Iconic. Herr Toffel, ich rufe Sie an, weil 5 Tage vorher, Sie haben bei uns angemeldet unter unserem Handelsprojekt über Bitcoin. Stimmt das? Weiß ich nicht. Die Sprache geht über Bitcoin, über Kryptowährung und Finanzmarkt. Sie haben bei uns 5 Tage vorher angemeldet, Ihre Kontaktdaten hinterlassen unter unserem Handelsprojekt, unter unserem Werbung. Erinnern Sie das? Jetzt nicht so auf der Schnelle, ne? Ja, ich bin hier, wenn Sie erinnern das, ich bin hier, um Ihnen alles gerne zu erzählen, wie es funktioniert und wie können wir zusammen mitarbeiten. Haben Sie dazu 4-5 Minuten von Ihrer Zeit? Ja, 5 Minuten reicht Zeit. Wie viel noch einmal? Ja. Wenn Sie haben Zeit, ich gerne erzähle, aber erstens, ich will Ihnen fragen, ob Sie einige Erfahrungen in solchen bei euch haben oder Sie sind ganz neue Person. Nee, da bin ich nicht. Also, ganz neue Person, stimmt es? Ja. Wunderbar. Herr Toffel, bei uns gibt es 2 Varianten von Arbeit. Erstens ist manuell und zweitens automatisch. Manuell bedeutet, dass Sie können Ihr persönlichen Finanzberater haben, der wird Ihnen verbindet mit Ihnen 24 Stunden. Zusammen, Sie werden studieren, wie funktioniert Finanzmarkt und wie zu handeln. Aber natürlich, Sie brauchen dazu Zeit ein bisschen und Sie können Ihre persönliche Arbeit haben, so keine Zeit. Für solche Kunden, die keine Zeit haben, geben wir unser automatisches System, so nennt Roboter. Dieser Roboter zum Beispiel kauft eine Kryptowährung auf einer Plattform für billige Preis oder einige Aktionen und nach einiger kurzer Zeit verkauft auf anderer Plattform für teuer Preis, dazu die Differenzprofit direkt auf Ihr Handelskonto. Und zum Schluss, was ist Ihr Handelskonto? Ihr Handelskonto funktioniert gleich wie Kreditkarte, aber persönlich für mich ein bisschen besser, weil erstens mit Ihrer Kreditkarte Sie verdienen nichts, ja? Mit unserem Handelskonto, Sie verdienen jeden Tag. Und zweitens sage, dass mit Ihrer Kreditkarte, um Ihr Geld zu bekommen, brauchen Sie zum Bank gehen oder einen Automat finden, dann können Sie es ganz einfach bekommen. Alles, was Sie brauchen bei uns, ist Computer oder Handy und Internet, nicht mehr. So, Sie kommen auf unsere Webseite, öffnen Ihr persönliches Handelskonto und dort gibt es 2 Tasten, gleich wie beim Online-Banking. Auszahlung und Einzahlung. Und Sie können klicken es einfach in jedem Moment, wann Sie wollen. Herr Toffel, wenn Sie haben jetzt im Moment eine Frage, Sie können gerne mir stellen, ich einfach antworte Ihnen. Wenn nein, dann kann ich Ihnen über unsere Beträge erzählen. Mit welchen können Sie anfangen? Na, wie viel kann man da nicht so kriechen an der Kohle? Noch einmal? Wie viel Kohle kann ich da kriechen? Über Risiko Sie sprechen, oder? Nee,
Noch einmal, können Sie bitte wiederholen? Na, wie viel kann ich denn Kohle kriegen? Wie können Sie es kontrollieren? Nee, wie kann ich denn viel Kohle kriegen? Herr Toffel, ich leide hier nie so gut an. Sie haben schlechte ein bisschen Verbindung. Können Sie bitte langsam sagen es? Ja, wie viel Kohle kann ich kriegen? Herr Toffel, wenn Sie möchten, ja, wir können Elefanten zusammen arbeiten. Ja. Der Betrag 200 zum Beispiel 50 Euro, das ist unser mindestes Betrag, den können Sie bekommen. Die Profit von 7 bis 14 Euro pro Tag. Mit 500 Euro können Sie bekommen von 14 bis 28 Euro pro Tag. Auch Sie werden mehr Service dazu haben und auch einen Bonus von unserer Firma auf Ihr Handelskonto direkt als 100 Euro. Und mit Betrag 1000 Euro werden Sie bekommen von 24 Euro bis 48 Euro pro Tag, auch mehr Service und ein Bonus von unserer Firma, von unserer Seite, als 200 Euro. So, welcher Betrag passiert Ihnen am besten? Weiß ich nicht. Welcher jeden da? Noch welche dann, Herr Toffel? Nur Sie entscheiden, nicht ich. Also, mal, wir wissen es schon. Wie viel kann man da nehmen? So, zum Beispiel, Sie können anfangen von 250. Wollen Sie es? Was gibt's da noch? Von 250. Können Sie anfangen, Herr Toffel? Ja, was gibt's da noch? Sie können von 500 oder 1000. Welcher Profitbetrag an Ihnen am besten? Da nehme ich 1000. 1000, okay, wunderbar. Mhm. Herr Toffel, wenn Sie möchten mit 1000 anfangen, wie müsste, dass Sie einige Informationen sammeln. Ich muss sicher sein, dass Sie sind 18 Jahre alt, dass ich arbeite nicht mit einem Kind. So sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie denn? Ich bin 9 Jahre alt. Herr Toffel, spielen Sie mit mir oder nein? Wie bitte? Spielen Sie mit mir oder nein? Wollen Sie spielen? Ob Sie spielen jetzt im Moment mit mir oder nein? Ich höre, Sie sind nicht 9 Jahre alt. Sie wollen mit mir spielen, oder wie? Okay, Herr Toffel, wann Sie möchten nicht mit uns mitarbeiten? Na doch, ja, noch klar, möchten mit euch arbeiten. Ich möchte aber meine Kohle reinstecken. Ich habe ja gesagt, ich will 1000 reinstecken. Neue Kohle nochmal. Ich will da richtig viel Kohle reinstecken. Okay, Herr Toffel, kein Problem. Ja, diese unsere Besprechung ist geschrieben. Das kann ganz einfach zur Polizei kommen und für solche Sachen werden Sie einen Schlag bekommen. Also Sie haben eine falsche Verbindung, falsche Registration gemacht. Also Sie verlieren erstens meine und Ihr Zahl. Hast du mal an deinem Schlüpferchen gerochen? Der stinkt. Tja, und da haben wir dann spätestens das Gespräch komplett zum Abbruch gebracht. Tja, was erwarten die Betrüger eigentlich von einem? Dass man da seriös auf den Quatsch, den die da eigentlich von sich geben, irgendwie noch reagieren soll? Oh Mann. Natürlich sind viele Situationen hier schon so in die Richtung gelenkt, wie sie sein sollen. Das ist schon ganz klar. Aber naja, so erkennt man auf jeden Fall selbst, dass das hier nichts anderes als Betrug sein kann. Ich meine, größtenteils braucht man ja nicht mal was lenken, damit die Betrüger von alleine irgendwie eskalieren. Der hier ist mal so halbwegs noch freundlich geblieben. Aber letztendlich ging es die ganze Zeit, wie immer, nur um das gleiche Thema. Wie ihr dort am schnellsten euer Geld einzahlen könnt. Und nichts anderes haben diese Anrufe auch im Sinn. Es geht immer wieder nur darum, dass man sein Geld da am Ende einzahlen soll. Wie man das wieder rausholt, naja, das erklären die einem nicht. Und ja, es ist auch klar, dass man in mindestens 99% der Fälle bei diesen Firmen keine Auszahlung erwarten braucht. Vielleicht gibt es mal den einen oder anderen, der es geschafft hat, was auszuzahlen. Aber, naja, ich kenne keinen. Übrigens, der Name Karl Toffel, der stammt aus den Kommentaren und ich habe ihn hiermit in das Video mit eingebaut. Schauen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch. Oh, guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Jutta Kruse nochmal. Können Sie mich jetzt besser hören? Oh ja, jetzt verstehe ich was, ja. Ah, sehr schön. Also es geht um eine Anmeldung für eine Online-Investition. Aha, was ist für eine Anmeldung? Das heißt, dass Sie damit Interesse gezeigt haben, dass Sie gerne mit uns zusammenarbeiten möchten.
möchte ich das aber noch. Welche Einmeldung denn? Also entweder haben Sie selbst angemeldet bei uns über Werbung oder es kann auch sein, dass vielleicht ein Kunde von uns Sie empfohlen hat. Aha. Welche der drei Möglichkeiten jetzt bei Ihnen in Frage kommen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssten Sie dann vielleicht entscheiden oder wissen. Und woher haben Sie denn schon mal Erfahrung gemacht? Nee. Noch nie. Man hat ja mal mehrere Möglichkeiten, ne? Sie können selbstständig traden mit einem Broker, nur der Broker oder auch automatisch, das heißt über eine Software. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört oder gelesen. Ja, und wo haben Sie sich das Doppel-Opt-In für den Anruf hergeholt? Bitte? Wo haben Sie sich denn das Double-Opt-In für den Anruf hergeholt? Naja, ich sage, wenn Sie zum Beispiel bei Werbung, ist gleichzeitig mit angeklickt, dass Sie... Ja, aber das kann ja nicht wer Fremdes für mich machen. Sie dürfen ja nicht einfach meine Rufnummer benutzen. Wieso nicht? Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, darf ich Sie doch benutzen. Nee, nur wenn Sie eine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dazu haben. Ja, das braucht man nicht, wenn doch. Sie auf der Werbung oder falsch. Bei unserer Werbung nennen. Falsch. Da steht doch drin, dass... Absolute Fehlinformation, nein, das ist nicht richtig. Also so bin ich informiert. Ja, super falsch. Okay, geben Sie mir dann die Erlaubnis, dass ich Sie nochmal kontaktiere und Ihnen vielleicht unsere Seite einmal direkt vorstelle? Nee. Gut, dann war es das schon. Aha, na dann gut. Sollten Sie das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger mit Ihren Daten sein? Nee, ich muss mit Ihnen auch nicht vorsichtig sein. Sie müssen aufpassen, wo Sie anrufen, weil Sie machen sich gerade strafbar. Sogar Sie persönlich, weil Sie müssen das persönlich sogar, selbst wenn Sie nur angestellt sind, müssen Sie das persönlich nachvollziehen können. Und wenn Sie das nicht tun, dann machen Sie sich strafbar. Naja, aber wenn Sie sich überall anmelden... Nein, Sie brauchen ein Double-Opt-In und das müssen Sie sogar vorlegen am Telefon, wenn nachgefragt wird. Na gut, wenn Sie meinen... Das ist absolut illegales Verhalten nach deutschem Gesetz. Mal davon abgesehen, rufen Sie mich mit einer gespooften Handynummer an. Also eine gelogene, ausgedachte, die kann man nicht mal zurückrufen. Auch das ist illegal. In Deutschland ist Spoofing auch strafbar. Das sagt das mir, Sie rufen aus irgendeinem kriminellen Goldcenter an. Was absolut kriminell arbeitet. Damit man Sie nicht zurückverfolgen kann. Das ist der Grund für Ihres Anrufs. Dass Sie mir 250 Euro aus der Tasche leiern wollen mit Ihrem komischen Trading-Betrug. Ich habe nichts von Geld gesagt. Ja, ich weiß aber, wie das Skript heißt, weil das haben die anderen 10.000 Leute, die hier angerufen haben, auch schon gesagt. Ja, und wie viele davon waren deutsch? Ja, das spielt doch keine Rolle, ob da einer deutsch ist oder nicht. Nee, das spielt doch keine... Lady, strafbar macht man sich trotzdem. Ist egal, ob du aus irgendwo aus dem Ausland kommst oder aus Deutschland, das bleibt strafbar. Nicht unbedingt. Doch. Aber darüber will ich auch gar nicht mit Ihnen streiten. Ja, aber kommen Sie doch eh nicht gegen an, weil Sie sind im Unrecht. Man kann das immer von zwei Seiten sehen, ne? Nee, das gibt nur eine Seite, und zwar die Rechte. Das, was Sie machen, ist kriminell. Nee. Doch. Sie sollten sich verschämen, dass Sie die Leute das Geld aus der Tasche ziehen wollen mit so einer illegalen Scheiße. Sie melden sich überall an? Nee. Hab ich Ihnen ja erklärt. Was haben Sie erklärt? Auch, dass ich mich nicht angemeldet habe. Und wie komme ich zu Ihren Daten? Ja, die haben Sie sich irgendwo illegal aufgekauft von Ihrer Firma. Sind Sie reich? Ich bin nicht reich, muss ich auf mich sein. Ich will ja auch nicht reich sein. Was habe ich denn davon? Reiche Leute sind nur Abschaum. Reiche Leute sind der letzte Dreck dieser Erde. Na gut, ich bin auch nicht reich. Aber was hätten wir denn für einen Grund, Ihre Daten zu kaufen? Na ja, an Geld zu kommen, damit sich Ihr Chef schön den neuen Porsche kaufen kann, mehr ist das nicht. Sie betrügen die Leute mit dem, was Sie da machen. Das ist strafbar. Sie rufen illegal an. Sie rufen unerlaubt an. Und dennoch noch mit einer gespooften Telefonnummer, die auch nicht stimmt. Und dann auch noch mit einer Handynummer. Das ist unseriöser jetzt so, ja nicht. Naja, also ich kann nur sagen, wir sind angemeldet, sind seriös. Nee. Aber ich verstehe das sind auch, was Sie nicht. Ja. Nee, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, Sie sind nicht seriös. Da gehen auch nicht unsere Meinungen auseinander. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Nein. Natürlich, da brauchen Sie sich doch bloß mal umgucken. In der dreckigen Bumsbude, die Sie da arbeiten. Meinen Sie denn, so ein dreckiges Randjet Callcenter ist seriös? Nee. Wo hören Sie denn Callcenter? Also, na, von wo aus rufen Sie denn sonst an? Sie rufen aus dem Callcenter an und da brauchen Sie auch nicht mit mir diskutieren. Wurden Sie schon mal aus dem Callcenter angerufen? Ja, jeden Tag so ungefähr 100 Mal. Ja, und hört sich das jetzt hier nach dem Callcenter an? Ja, man hört ja die Leute im Hintergrund.
Was für Leute denn? Ja, nicht was für Leute, das hört man. Ja. Ja, und das nennt man ein Callcenter, wenn da noch einer telefoniert. Eine Telefonanlage zu bedienen mit einem Headset auf dem Kopf, das ist ein Callcenter. Okay, also wenn ich zu Hause bin, meine Familie anrufe, bin ich ein Callcenter. Nö, da nicht. Da sind sie zu Hause und privat. Aber sie arbeiten und telefonieren und rufen am laufenden Band Leute kriminell an. Das nennt man Callcenter. Na gut. Ich habe keine Lust, darüber zu diskutieren, ganz ehrlich nicht. Der ja, dem anscheinend fehlt es bei Ihnen ja auch ein bisschen an Intelligenz. Da scheint ja richtig eine Sicherung durchgebrannt zu sein bei Ihnen, dass Sie die Scheiße doch noch gut finden. Schämen Sie sich was. Also Ihre Eltern sollten sich wirklich was schämen, dass Sie es auf die Welt gebracht haben, die die Leute abzockt und bescheißt und nur betrügt. Tja, also die Dame war ja mehr oder weniger nett. Aber, ja, dass sie das auch noch in Ordnung findet, was sie da macht und sich rausreden möchte, obwohl sie keine Erlaubnis hat und, naja, dem Anschein nach ja sich dessen dann doch schon irgendwie so bewusst ist, dass sie eigentlich weiß, dass sie nicht so richtig anrufen darf. Sie hat ja schon so einen Quatsch erzählt wie, naja, vielleicht hat sie ja irgendjemand eingetragen. Aha, also gesteht sie jetzt, dass dieses Callcenter illegal arbeitet. Denn irgendwelche Menschen dürfen euch nicht einfach irgendwo eintragen, damit ihr von irgendwen aus irgendeinem Land, von irgendeinem Callcenter angerufen werden dürft. Das ist dann nicht erlaubt. Ja, und das gibt ihr hier offen zu, dass sie das in dem Callcenter wohl öfters mal so handhaben. Und ich find's auch immer wieder interessant, dass die diskutieren bis aufs Letzte. Sie erzählt mir sogar selbst, dass die auf jeden Fall nicht legale Wege benutzen, um Kunden anzurufen. Und weiß gar nicht so genau, dass ich mich selbst eingetragen habe. Und macht mich aber dann dafür verantwortlich, dass ich mich ja selbst eingetragen hätte, obwohl ich ihr sage, dass das nicht der Fall ist. Ja, tja, so ist das halt. Diskutieren bis aufs Allerletzte, egal ob es irgendwie Sinn und Verstand hat. Im Grunde genommen geht's eigentlich nur darum, dass man eure Kohle möchte. Das ist eigentlich das, was am Ende immer bei diesen Callcentern mitschwingt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, schreibt gerne noch was in die Kommentare und vergesst das Abo nicht. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit jede Menge weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.